Hallo, mein Name ist Gabi Pieke, ich bin Ägyptologin bei den Reis-Engelmann-Museen und unsere Türen haben zwar geschlossen, aber wir wollten Ihnen trotzdem eine unserer Ausstellungen näher bringen, Yesterday Tomorrow, in der der amerikanische Fotokünstler Mark Barbey tatsächlich versucht, mit altägyptischer Bildsprache ganz moderne und gesellschaftskritische Themen zu visualisieren. Und das kann man sehr schön erkennen an dem Bild hier hinter mir, das den Titel Dear Pharaoh trägt und eine monumentale Herrschergestalt in der Mitte thronend zeigt. Und tatsächlich für ihn halt aber repräsentativ steht für alle politischen Herrscher, die sich im Prinzip inszenieren durch die Darstellung in Bildmedien, durch die Überhöhung gegenüber ihrem Volk. Und es gibt im Bild auch viele Anspielungen, dass es hier auch einen modernen Charakter hat. So tragen zum Beispiel Einzelne hier neben dem Gesicht des Pharao tatsächlich Kleidungsstücke, die mit dem Tarnmuster amerikanischer Marines einhergehen. Und der Text, der um den König fließt, spielt auf Nordkorea an. Also es gibt einzelne Facetten, die tatsächlich die Aktualität dieses Bildes, die er nutzt und sie anspielt darauf. Und er versucht in diesen Bildern tatsächlich mit zum Teil altägyptischen Objekten, modernen Objekten, Kleidungsstücken, die irgendwie alt sind oder auch modernen Elementen tatsächlich in einem Zusammenfluss diese antike Kunst zu nutzen, um gesellschaftskritische Themen zu aktualisieren. Und das sieht man tatsächlich auch ganz schön hier in dem Bild auf der anderen Seite, der ist nur die staatliche Überwachung. Man hat das Auge des Urus, des Pharao, was sozusagen überall und so davon herunterlaufen, Social Media Tweets, die, wie wir ja alle wissen, tatsächlich auch gerne mitgelesen werden. Und das ist sozusagen sein moderner Kommentar mit antiker Bildsprache, dass tatsächlich der Staat sozusagen alles mitliest und sein Volk gerne kontrolliert.